Meditation bedeutet genau das. Auf eine sehr einfache Art, wenn wir es so ausdrücken müssen. Wenn du hier sitzt, ist dein Körper hier, dein Geist ist dort. Wer du bist, ist ein wenig entfernt von diesen beiden Dimensionen des physischen Körpers und der mentalen Ansammlungen. Wenn ein wenig Raum zwischen dir und dem entsteht, ist das das Ende des Leidens. Und das ist Meditativität. Ishakriya ist ein extrem einfacher Prozess, aber ein machtvolles Werkzeug. Diese drei Zutaten, dein Atem, deine Gedanken und deine Bewusstheit, in der richtigen Kombination, wenn du sie nutzt, wird deine Fähigkeit, den Geist und den Körper zu nutzen, so stark verbessert, dass du anderen fast übermenschlich erscheinst. Aber ich sage dir, das ist menschlich. Hier geht es nicht darum, ein Supermensch zu sein. Es geht darum zu erkennen, dass Menschsein super ist.